Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien. Wir sind fast am Ende des Rings angelangt, was natürlich ein Witz ist, weil ein Ring ja rund ist. Wir waren am Schottenring, am Donaukanal, am Stubenring, am Parkring, am Opernring, bei der Oper selbst. Davor waren wir noch am Kärntenring, vor dem Opernring. Dann waren wir am Heldenplatz, am Kaiserforum. Ha. Und dann beim Volksgarten und beim Burgtheater. Und heute widmen wir uns wieder einem einzigen Gebäude, dem Wiener Rathaus, das am Rathausplatz steht. Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Fritzi, also wir waren ja das letzte Mal beim Burgtheater. Und beim Burgtheater steht gegenüber ein sehr imposantes Gebäude, das eigentlich woanders stehen sollte. Ja, sollte stehen am heutigen Schubertring. Wir sprechen vom Rathaus. Wir sprechen vom Rathaus, ja. Und Parkring, am heutigen Parkring. Und wurde bei den Wienern, dieser Platz, wo es ursprünglich gedacht war, wurde bei den Wienern Kommunalloch genannt. Haben wir, glaube ich, schon gesprochen. Ja, das war da quasi beim Parkring, beim Stadtpark gegenüber. Aber ja, dieses Gebäude steht, warum jetzt dort? Was war da eigentlich davor? Davor war das Glacier. Glacier, großer Exerzierplatz, der umfasst hat die Fläche des heutigen Parlamentsgebäudes, Rathaus und Universität. Also ein riesiges Areal. Und dort haben die Militärs ihre Übungen abgehalten. Genau, das war total unbehandeltes Gelände sozusagen. Mhm. Also da war im Winter war's eine Gatschfläche und im Sommer war es eine Staubwüste. Mhm. Aber das Militär wollte es nicht aufgeben. Aber und was war da ursprünglich? War da irgendwas anderes geplant als statt dem Rathaus? Nein. Also sollte Exerzierplatz bleiben? Also vom Militär aus. Aber da was ist dann passiert? Der Bürgermeister, Cajetan Felder, der hat sich immer geärgert, weil er hat in der Josefstadt gewohnt und hat in der Deinfallstraße sein Büro gehabt. Und der hat über diese Wüste müssen und der hat gefunden, dass eigentlich das Rathaus dorthin gehören würde. Dann hat er eigentlich nur die Hälfte des Wegs. Wahrscheinlich, oder? Ja. Nein, das hat er ja schon gedacht, wie er noch nicht Bürgermeister war, aber er war schon im Gemeinderat. Und der Gemeinderat hat sich aber gewehrt, die wollten das auch am Parkring haben, also am heutigen Parkring des Rathaus. Und man hat dann gesagt, nein, das geht nicht. Und da hat der dann schon Bürgermeister seiende Cajetan Felder gesagt, und was ist, wenn der Kaiser zustimmt? Und der Gemeinderat war der Meinung, der Kaiser würde nie zustimmen. Weil der dieses komische Gebäude nicht haben will? Ja, beziehungsweise weil er ja ein militäraffiner Mensch war. So. Und eben den Exerzierplatz halten will. Und haben gesagt, gut, wenn der Kaiser zustimmt, dann stimmen wir auch zu. Und der Felder hat sich aber schon mit dem Kaiser in Verbindung gesetzt gehabt. Und der Kaiser hat ihm informell zugesagt, dass er... Hat lobbyiert, ja. Er hat ihm informell zugesagt, dass er diesen Platz also gutheißen würde. Und dann ist der Felder wieder ins Rathaus gegangen und hat gesagt, gut, stimmen wir jetzt. Hat natürlich nichts über seine Gespräche mit dem Kaiser gesagt. Clever. Hat gesagt, gut, stimmen wir jetzt ab. Der Gemeinderat in der Meinung, dass der Kaiser auf jeden Fall Nein sagt, hat zugestimmt. Und dann, diesen Platz pro heutigen Rathausplatz gekommen ist, hat er gesagt, Edgepatch, der Kaiser hat zugestimmt und so ist das Rathaus dorthin gekommen. Ja, kann man sich irgendwie auch gar nicht vorstellen, dass dieses große Gebäude woanders stehen würde, weil die Pläne hat es ja schon gegeben, oder? Zumindest teilweise, weil der Friedrich Schmidt hat ja präferiert diesen ursprünglichen Kommunallochplatz. Der Friedrich Schmidt war der Architekt? War der Architekt, das war eine Ausschreibung und der Friedrich Schmidt ist gotisch, historistisch, also der Gotik verhaftete historistischer Baumeister gewesen und hat diese Ausschreibung gewonnen und war Deutscher, ist aus Deutschland gekommen und hat dann den Auftrag bekommen, wie gesagt, und hat ihn. Ja, gotisch ja deshalb, weil das der Mittelalter die große Zeit des Bürgertums war, der Stände. Städte überhaupt und das wollte man damit honorieren, oder? Ja, das war genau dem Geisterringstraße entsprechend. Mhm.
Es gibt ja auch ein Vorbild für diese Art der Architektur. Das gerade du kennen müsstest. Sehr gut, wenn du sehr oft in Brüssel bist. Genau, das Hotel de Ville am Grand Place. Ja. Und das ist wirklich das Vorbild gewesen? Das ist das Vorbild gewesen, ja. Okay, also auch mit diesem Turm in der Mitte, mit diesem Belfried, was ich ein tolles Wort finde. Ja. Beaufort. Und ja, was gibt es über dieses Gebäude sozusagen? Das Wichtigste ist im gotischen Stil. Okay. Erbaut. Es hat etliche Innenhöfe und ist natürlich, ich meine, ich möchte jetzt gar nicht die Ausdehnung, die ja wirklich sehr groß ist, sagen, außerdem wüsste ich es gar nicht. Und ich glaube 142 Meter lang, 100 Meter breit oder so in der Größenordnung. Und hat über 1500 Zimmer, an die 1600 Zimmer, über 2000 Fenster. Und wie gesagt, wie du schon gesagt hast, in der Mitte ist der Turm, der Rathausturm, der vom Kaiser aus nicht höher sein durfte als die Türme der Votivkirche. Und wie hoch waren die? Die sind 100 Meter. Sie sind 100 Meter. 100 Meter. Und also durfte der Rathausturm nur 98 Meter sein. Okay. Und das war aber dann mit einem Trick, ist das dann doch umgangen worden, weil man hat an die Spitze Den Rathausmann gestellt, der ist 3,5 Meter hoch. Das ist ziemlich groß eigentlich. Ja, 3,5 Meter und mit der Standarte, glaube ich, sogar 4 Meter, 4,5 Meter. Der Rathausmann so sowas wie ein Kasperl oder so? Oder hat der eine so Symbolik? Wie ein Ritter. Ein Ritter. Wie ein Ritter. Und der ist da oben befestigt, vielleicht ganz interessant, ist mit einer Stange, die genauso lang ist wie er, innerhalb des Turms befestigt und ist beweglich. Also wenn da ein Sturm geht, bewegt sich der am Bericht nicht ab. Ah, okay, also ein Freischwinger. Genau. Ja, okay. Und oben sind am Attika geschossen Figuren. Da in der Mitte die Windobona, also eine Allegorie der Windobona. Also Windobona ist Wien? Ja, aber die Wien mit der Mauerkrone. Symbolisiert die Stadt. Und der Standartenträger, die Wappen der Vorstädte, der damals eingemeindeten Vorstädte und der verschiedenen habsburgischen Länder zeigen. Und dann gibt es ja auch noch so Reliefs, das sind ja sowas wie dreidimensionale Bilder. Ja. Was sieht man da drauf? Die sind relativ weit unten über den Arkadenbögen. Da ist in der Mitte, also am Turm in der Mitte der Kaiser Franz Josef und links und rechts Rudolf I., der erste Habsburger. Und Rudolf IV., der Stifter. Über den werden wir ja in weiterer Folge dann auch noch mehr hören. Vielleicht ja, später halt dann. Aber was ist das Besondere mit diesem Franz-Josefs-Relief? Nämlich ein Relief selber nicht, aber über dem Franz-Josef ist ein kleiner Balkon, der sicher jedem Wiener geläufig ist. Wenn man sich aber Bilder anschaut vor 1938, wird man sehen, dass dieser Balkon nicht da war. Was ist passiert? Es ist passiert, der Anschluss. Und man hat zu Ehren Adolf Hitlers und damit er dort reden kann, weil der Rathausplatz ist ja sofort in Adolf-Hitler-Platz umbenannt worden. Klar, nachdem der Heldenplatz ja schon der Heldenplatz war und eigentlich auch ihm gewidmet war. Ja, und man hat dann dort einen kleinen Holzbalkon gemacht, provisorisch, von wo er Adolf Hitler einmal zur Menge gesprochen hat. Und dann hat man diesen Holzbalkon im Laufe der Nazizeit in einen steinernen Balkon umgewandelt. Und das hat man dann nie mehr rückgängig gemacht. Aber da ist quasi nur er rausgegangen. Ja, und ich stelle mir vor, oder man sagt das auch, dass das für ihn ein ziemlicher Triumph wahrscheinlich gewesen ist, über dem Kaiser zu stehen, weil er die Habsburger ja gehasst. Ja. Du, und dahinter ist ja der große Festsaal, oder? Ja. Und was ich weiß, kann man über den Besonderes sagen, außer dass da der Concordia-Ball der schönste Sommerball, der einzige Sommerball ist. Außer ein Live-Ball, aber das ist ganz was anderes, weil der Concordia-Ball ist ein eleganter Ball und da trifft sich halt die Hotelier und das ist halt die Presse, die Journalisten. Presse, ja. Journalisten, alles und die wirklich Tanzen. Elegant. Genau. Und das ist der größte, der längste Saal in Österreich, glaube ich. Und der ist geschmückt mit Figuren von Helden sozusagen, Helden der österreichischen Geschichte. Der Saal, der Niklas Salm, erste Türkenbelagerung, der Starhemberg, zweite Türkenbelagerung und so weiter. Solche Leute sind halt da. Ja, Türkenbelagerung ist ja auch ein gutes Stichwort, weil das Rathaus ist ja am 12. September
1883 eröffnet worden. Genau, sehr signifikantes Datum. Und warum ist das signifikant? Das ist genau 200 Jahre nach dem Entsatz durch den Jan Sobieski von den Türken. Da war, hat ja auch diesen Bürgermeister gegeben, diesen Liebenberg, oder? Der da eine große Rolle gespielt hat für die Wiener zur Zeit der Türkenbelagerung. Der Andreas Liebenberg. Der Andreas Liebenberg. Über den, auf den kommen wir nochmal zurück. Aber speaking of Bürgermeister, wir haben ja schon von diesem Cajetan Felder gehört, der quasi das Rathaus bauen hat müssen, also lassen, damit er nicht so lange durch den Gatsch gehen muss. Kannst du mir ein bisschen was über den erzählen? Weil der dürfte eine ganz interessante Persönlichkeit gewesen sein. Der war sehr interessant, ja. Der hat eben eine eigene Kanzlei in der Deinfalltasse gehabt. Also war Anwalt? Er war Advokat. Advocatus Diaboli, oder? Ja, Diaboli war nicht, aber Advocatus Gambrini, vielleicht kann man sagen. Das ist das Bierbrauer, Schutzpatron der Bierbrauer. Ja, mehr oder weniger, weil er hat seine Kanzlei sehr vergrößern können, noch bevor er Bürgermeister war, weil der Anton Dreher sagt ja, von Drehers irgendwas Park, der Braumeister in Schönbrunn. Also da ist der Park, aber die Brauerei ist eigentlich der Vorläufer von der Schwechater Brauerei. Also der Entwickler des Lagerbiers oder Erfinder des Lagerbiers. Köstlich. Köstlich. Ja, ich hätte jetzt irgendwie gerne so ein frisches Bier. Ja, leider kann ich da nicht dienen damit. Und der hat den im Falle seines Todes den Cajetan Felder zum Vormund seines Sohnes bestimmt. Mhm. Und er ist dann wirklich gestorben, wie der Sohn noch minderjährig war. Mhm. Und die Kanzlei von Felder hat diese ganzen Geschäfte, diese doch sehr vielfältigen Geschäfte der Brauerei dann durchgeführt. Mhm. Aber das war ihm sein Brotberuf und dann ist er Bürgermeister geworden, 1868. Mhm. Und der war ein sehr bemerkenswerter Mann insofern, der hat sehr viele Reisen gemacht, er ist bis Khartoum gekommen. Okay. Also kannst du vorstellen, weiß gar nicht, wo das ist. Im Sudan. Okay. Der Mahdi war, glaube ich, schon. Nein, der Mahdi war später. Also den hat er noch nicht. Wer ist der Mahdi? Der Mahdi. Der gegen Kitchener gekämpft. Also das wird jetzt. Was? Wovon sprichst du? Der Mahdi war religiöser Führer. Im Sudan. Im Sudan, okay. Okay, aber jedenfalls Cajetan. Aber der Cajetan Felder ist nach Khartoum gekommen. Und bis nach Khartoum, im Osten ist er bis an den Ural gekommen. Oh. Im Westen Azoren oder so irgendwo. Also der war wirklich weit gereist und hat 13 Sprachen gesprochen. Wow. Und von diesen 13 Sprachen war für 7 gerichtlich beide der Dolmetsch. Wow. Also ich meine, das ist schon eine Leistung. Wow, das ist wirklich beeindruckend. Ja, und der hat den betrieben, den Rathaus, oder den Beginn des Rathausbaus. Er war Liberaler. Mhm. War die große Zeit der die Liberalen. Große Zeit also, der wenn Liberalen. Man das in Österreich auch so überhaupt sagen kann. Also. Und hat, hat diverse Großprojekte realisiert, darunter die Donauregulierung, die erste Hochquellenwasserleitung, den Zentralfriedhof. Mhm. Da hat nur der Lueger dann die Pylonen davor gestellt und da steht Lueger drauf, also dass man eigentlich, wenn man hingeht, glaubt, der Zentralfriedhof. Ist ein Lueger-Ding, aber Lueger, es stimmt nicht. Es stimmt nicht, ist ein Felder-Dings. Hat eigentlich Parlament, hat eben durchgebracht, dass Parlamentsgebäude, Rathaus und Universität auf diesem Platz kommen, wo sie heute sind. Und es war aber so, dass sie diese liberale Partei irgendwie zersplittert hat. Und da hat es unter anderem auch die Linksliberalen gegeben, denen interessanterweise der Lueger angehört hat. Das war sein Nachfolger? Nein, nicht sein unmittelbarer. Und dieser Lueger war genauso wie er Advokat, unglaublich guter Redner. Über den können wir dann später reden. Und der Felder ist dann zurückgetreten als Bürgermeister infolge dieser ganzen Streitereien. Und ist außerdem der Streitereien um? Innerhalb der also Liberalen. Also in der liberalen Partei, okay. Zerrissene Partei dann. Und hat einen kleinen Stark gehabt, ist erblindet, hat seine Memoiren, die sehr interessant sind, an eine Gesellschafterin diktiert. Mhm. Man muss dazu sagen, er ist dann operiert worden und konnte wieder sehen. Auch aber cool. Man hat ihm in der Gemeinde das nicht gedankt, seine ganzen Tätigkeiten, weil er, man hat ihn nicht einmal zur Eröffnung des Rathauses eingeladen, hat ihn nicht einmal erwähnt. Warum? Ja, er war halt nicht mehr beliebt. Oder ja, ich weiß aber nicht. Das ist ja schon ist arg, ist fleißig.
muss ich mir noch erwähnen, wegen der Sprachen. Er hat ja die Weltausstellung, irgendwo hat er da im Hintergrund mitgewerkelt und ist als der polyglotte Bürgermeister bekannt worden, weil er sehr viele Ehrengäste in deren Sprache empfangen konnte. Ja, und ja, interessanter Mann, muss ich mal. Ja, ist sehr interessant, ja. Cajetan Felder. Eben, aber der andere Bürgermeister, der auch sehr prägend war für Wien und den wir jetzt schon kurz erwähnt haben, Karl Lueger, der quasi sich den Ruhm und die Ehre vom Herrn Felder abgestaubt hat, indem er unter anderem auch am Zentralfriedhof eine Kirche nach sich benennen hat lassen vielleicht, ja, ist Karl Lueger. Der ist ja schon wirklich ein bekannter Name. Erzähl mir mal von Herrn Lueger. Der Bürgermeister Lueger hat mir die Hand gereicht. Gibt es ja ein altes Lied, der Hans Moser gesungen hat. Aha. Der war unglaublich populär, der Lueger. Der war hat angefangen als Linksliberaler, hat sich aber dann immer mehr in die religiöse, den politischen Katholizismus zugewandt. Mhm. Für mich ist er eine sehr fragwürdige Person, weil ich kenne ihn eigentlich als in Verbindung mit Antisemitismus und ja, so. So ist es auch, aber das war eigentlich, das hat er ganz einfach aus populistischen Gründen gemacht. Nicht, dass deswegen zu entschuldigen wäre, aber nur. Das muss man schon sagen, er hat am Anfang schon zum Georg von Schönerer, der ja der deutschnationale Nähe gehabt, die sich also aber noch auseinandergedriftet, weil sein Antisemitismus war religiös und also Luigers, religiös motiviert und asozial, während der Schönerer rassistischen Antisemitismus gehabt hat, der eben dann im Nationalsozialismus ja eigentlich der Grundgedanke war. Es hat ja mit Religion nichts mehr zu tun gehabt, also in dem Sinne. Ne? Und war immer Vertreter der christlichen Soziallehre. Der hat sich sehr an Karl von Vogelsang angenähert, der eben der Hauptvertreter dieser christlichen Soziallehre war. Und man muss sagen, dass damals die Zeit war, wo die Handwerker und die Arbeiter natürlich sehr verarmt waren durch industrielle Fertigung. Wir sprechen jetzt von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Genau, also ja. Ende. Wir gehen schon also 1890er, 90er Jahre, sprechen wir schon. Also, beziehungsweise die christlich-soziale Partei ist, glaube ich, 1893 gegründet worden, so in der Größenordnung. Und der war halt der Bürgermeister, er hat sich als Bürgermeister des kleinen Mannes geriert. Das ist immer gefährlich. Und er war ursprünglich, er wurde dreimal zum Bürgermeister gewählt, dreimal hat ihn der Kaiser abgelehnt, weil er gesagt hat, Kaiser Franz Josef hat gesagt, er ist der Meinung, dass er, der Lueger, kein Bürgermeister für alle Wiener ist. Also da ist der halt eine gewisse Schicht. Ja, weil in manchen Dingen überschätzt man, in manchen Dingen unterschätzt man den Kaiser Franz Josef. Und dann beim vierten Mal ist er dann doch gewählt worden. Und zwar, also man hat das der Kaiser dann doch bestätigt, und zwar auf Intervention des Papstes sogar. Aha, wow. Also ich meine, der hat wohl gute Verbindungen und gute Fürsprecher gehabt. Ja. Und du hast die Handwerker erwähnt, für die ist er eingetreten und hat auch hast mir erzählt schon mal, dass er bei sogar kommunalen Aufträgen immer nur Wiener Handwerker. Beziehungsweise österreichische. Oder österreichische Handwerker. Ja, das ist die andere Seite. Du musst ja den Lueger so, der ist ja wirklich eine ambivalente Figur. Andererseits ist er eben sein Antisemitismus, sein Populismus, der ja unbestreitbar war. Auf der anderen Seite hat er schon sehr viel für Wien gemacht. Ne? Er hat zum Beispiel die ganze Energieversorgung kommunalisiert. Also das hat er ganz einfach die zweite Hochquellenwasserleitung hat er gemacht. Lainz, das Versorgungsheim Lainz hat er gebaut oder bauen lassen. Und da hat er überall eben heimische Handwerker, das halt zu dokumentieren, wie er für die kleinen Leute ist. Und die haben ihn halt wirklich verehrt und geliebt. Und erstens einmal ist er ein fescher Mann gewesen, mit dem Bart ist er überall herausgestochen. Ne? Okay. Und ein Hipsterbart, ein früher? Ja. Und er war nicht verheiratet. Aha.
war immer sehr gut anzusagen, war nicht verheiratet hat. Und dadurch war immer, hat man immer das Gefühl gehabt von der Frauenseite her, aha, da geht vielleicht was. Ne? Also so, ein Charmeur der alten Schule. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ja. Und du hast gesagt, er ist so verehrt worden, der schöne Karl, dass es da sogar so Gedichte und so gegeben hat. Der ist so verehrt worden, dass man ihn als Herrgott von Wien bezeichnet hat. Wahnsinn. Und da hat es gegeben das Credo, ich weiß von beiden nur den Anfang, da hat es zwei Gedichte gegeben, eben das Credo, ich glaube an Dr. Lueger, Schöpfer des christlichen Wien. Wow. Das ist ja sehr credomäßig und das Vater Unser, Vater Lueger, der du wohnst in Wien. Also das ist schon fast blasphemisch eigentlich. Wow. Und dann nach seinem Tod erscheint er auf Fresken als Heiliger. Also sein Gesicht als Heiliger. Mm. Und zwar, wie er gestorben ist, ist er total, es war also irrsinniges Remitem ist sein Begräbnis. Begraben ist am Zentralfriedhof. Begraben am Zentralfriedhof, die Kirche ist... Aber nicht am dritten Tage auferstanden. Vielleicht. Die Kirche ist Dr. Karl Lueger Gedächtniskirche genannt worden. Und wie gesagt, es wäre ihm ganz sicher ferngelegen, das zu machen, oder ob er es gedacht hat, ist schwer, was die Nazis nachher gemacht haben. Mhm. Aber man muss halt immer sagen, einer seiner Aussprüche war ja, wer Jude ist, bestimme ich. Und einige seiner besten Freunde hat er immer gesagt, sind Juden. Also das war so dieses typische. Auch sehr ambivalent. Ja, das und war, hat aber immer antisemitisch gehetzt, aber wie gesagt, religiös. Und vor allem hat er gesagt, die Handwerker, die kleinen Leute, sind verarmen. Und warum? Weil sie ausgebeutet werden von der Industrie, weil sie ausgebeutet werden von den Banken. Mhm. Und wem gehört die Industrie und wem gehört die Banken? Jüdischen. Das ist jüdisch. Genau, das war seine. Und er war aber trotzdem die Vorstufe zu diesem ganzen Wahnsinn, der nachher gefolgt ist. Es ist immer zuerst Gedanke, dann die Worte, dann die Taten. Ja. Und der Hitler war halt in Wien, der war zuerst sehr gegen den Lueger. Und dann, wie er in Wien war, ist er auf einmal sein Abgott geworden. Und darum sagt man, der Lueger, der natürlich dafür nichts gekonnt hat, aber trotzdem den Weg in einer gewissen Weise bereitet hat. Und dann hat es ja den Dr. Karl Lueger Ring gegeben, der uns jetzt dann auch weiterführt. Der ist aber dann eben umbenannt worden aufgrund dieser Debatten eigentlich auch. Da sind wahnsinnig viele Debatten gewesen und dann ist so vor 20 Jahren, glaube ich, wenn es überhaupt schon 20 Jahre ist. Und ich weniger. Nicht, weniger, ja, 15 Jahre vielleicht. Zehn Jahre vielleicht, ja. Hat man den in Universitätsring umbenannt, was ja gar nicht so. Und man hat da überlegt, was man mit Denkmal, haben wir ja schon mal besprochen, was man mit Denkmal macht am Lueger Platz und ob man den nicht. Ah ja, stimmt, genau, das war das Mal, was man schiefstellen wollte. Dass da bei Brückel steht, bei der Platane 128. Na, Stubenring, genau. Folgestubenring. Und jetzt hat man sich entschlossen, nur eine Tafel hinzugeben mit einer Erklärung, die vom Oliver Radkolb, Historiker. Ja, und dem man keine Nähe zum Lueger nachsagen kann. Oder zu der Dings eben gestaltet worden ist. Ja, sehr gut. Aber das heißt, wir werden uns dann in unserer nächsten Folge über den ehemaligen Karl-Lueger-Ring zum jetzigen Universitätsring zur Universität und somit zum Abschluss unserer Ringrunde begeben. Genau, und hupfen wir rüber dann. Hupfen wir rüber. Vielen Dank für heute und bis bald. Servus Edith. Servus Fritzi. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.